Vielen Dank, dass ich hier die Ehre habe, mit einem Impulsreferat das hier heute zu eröffnen. Ich hoffe, dass das fruchtbare Ideen sind, die ich ein bisschen mitverteilen kann. Danke für dieses schöne Zitat. Wenn ich das gesagt habe, dann bin ich ja zumindest mit der Idee der Zukunftsgestaltung ganz richtig. Ich bin FIAN schon länger verbunden. Sie haben das Thema Tafeln angesprochen. Auf das werde ich heute sicher nicht eingehen, weil sich auch meine Forschungsinteressen verschoben haben. Und das ist eigentlich auch der Aufhänger für heute. Den Titel Utopien sind nichts für Weicheier, den würde ich gerne noch ein bisschen stehen lassen und später erläutern. Stattdessen möchte ich mit einer kleinen Geschichte einsteigen, um auch zu zeigen, wie ich auf das Thema Utopien gekommen bin. Eine Frage, die sich mir irgendwann gestellt hat, war, wie hoch ist eigentlich die Wahrscheinlichkeit, in einem Aufzug einen Astronauten zu treffen, einen richtigen Astronauten? Hier im Schwarzwald, wo ich jetzt gerade bin, ist es relativ selten wohl. In Houston, in Texas, vielleicht schon ein bisschen wahrscheinlicher. Und vor 2 Jahren habe ich in Houston einen Astronauten getroffen. Ich kam gerade von der Ausstellung The Future Starts Now, hieß diese, und trug ein T-Shirt. Wenn Mars die Antwort ist, was war dann die Frage? Und Sie können sich vorstellen, dass wir da relativ schnell während der Aufzugfahrt ins Gespräch kamen. Und ja, letztendlich hat mir der Astronaut im Aufzug den Auftrag gegeben für etwas, was ich jetzt schon länger mache, nämlich mir die Frage zu stellen, naja, was ist eigentlich die Frage, wenn Leben auf dem Mars irgendwann mal vielleicht die Antwort ist, auf was reagiert das dann, dieser Impuls, diese Bewegung? Das ist ja auch eine Form von zivilisatorischer Zukunftsgestaltung. Also nachdem die Aufzugtüren sich geöffnet und wieder geschlossen hatten, hatte ich einen Auftrag und seit 4 Jahren forsche ich jetzt eigentlich an dem Thema der real-utopischen Experimente. Und das war der Anlass zu sagen, vielleicht den einen oder anderen Gedanken hier reinzutragen. Ich habe mich also nicht mit literarischen Utopien beschäftigt, wenngleich das interessant ist, sondern ich habe Forschungsreisen unternommen und habe Augenschein und Analyse versucht zu verbinden und habe mich dann gefragt, wie wäre es eigentlich, in einer idealen Welt zu leben, in einer perfekten Welt, ohne die Sorgen, die wir haben? Haben das Menschen überhaupt schon mal versucht, ernsthaft? Und wie ist es ihnen damit ergangen? Was haben sie erlebt? Was haben sie gemacht? Wie sind sie gescheitert? Was kann man daraus lernen? Und das ist eigentlich das Forschungsthema geworden. Das Buch, das jetzt leider erst nächstes Jahr im Februar erscheinen wird, weil Corona auch die Verlagsprogramme ein bisschen durcheinander gewirbelt hat, heißt Wunschland. Unsere Odyssee von irdischen Utopien zu Weltraumkolonien. Also ich mache einen großen Spannungsbogen und ein bisschen was möchte ich hier heute rausnehmen. Wunschland, dieser Titel stammt aus einem Tucholsky-Zitat, das ich zufällig gefunden habe, wo er sagt, Tucholsky, naja, eigentlich wollen die Menschen immer was anderes sein, eigentlich wollen sie was anderes machen, eigentlich wollen sie das und das besser machen, eigentlich leben wir alle im Wunschland. Und dann dachte ich mir, das ist doch ein total toller Titel für das, um was es mir geht. Nämlich, ob diese Odyssee der Menschheit, diese gemeinsame kollektive Suche, diese Heldenreise, diese Lernkurve irgendwo mal ein Ziel findet. Und bei dieser Suche geht es nicht ausschließlich um Ernährung, es geht auch nicht ausschließlich um Demokratie. Und zwar einfach deswegen, weil Utopien immer total sind. Weil in Utopien geht es immer um alles oder zumindest um sehr viel. Die Grundfrage, die ich mir also jetzt gestellt habe für den kurzen Impuls heute war, kann man irgendwie eine Zusammenfassung bringen über das Grundverständnis, das Gesellschaftsverständnis real-utopischer Experimente, die also tatsächlich stattgefunden haben? Und was lässt sich übertragen daraus in unserer Epoche, die ja eher utopiemüde ist? Wie kann man Utopielust zurückgewinnen? Das sind meine 2 ganz einfachen Fragen. Ich möchte jetzt eine ganz kleine Traditionslinie real-utopischer Projekte starten, aber nochmal einen Schritt zurückgehen und fragen, warum haben Menschen überhaupt solche Experimente gegründet? Der Ausgangspunkt ist etwas, das nenne ich das Monster der Bodenlosigkeit. Das Monster der Bodenlosigkeit ist eine Metapher, die ich benutze in vielen Publikationen oder auch Vorträgen, um zu zeigen, wie entgrenzte Problemlagen funktionieren, wie es mittlerweile im 21. Jahrhundert dazu kommt, dass wir erschöpfte Individuen, erschöpfte Institutionen, erschöpfte Gesellschaften und man könnte auch sagen, einen erschöpften Planeten vorfinden. Dazu gibt es viele Gesellschaftsdiagnosen, die in Konkurrenz zueinander stehen. Wissenschaft ist ja auch eine Konkurrenz der Geschichtenerzähler. Da kann ich jetzt nicht im Detail darauf eingehen, das können wir aber vielleicht gleich vertiefen. Ernährungsunsicherheit, Ernährungsarmut, die Stichworte, die einleitend schon gefallen sind, das ist eine der Fratzen des Monsters der Bodenlosigkeit. Und real-utopische Projekte schreiten also zur Tat, anstatt einfach nur zu klagen. Eben nicht literarisch das nur zu bearbeiten in einer Fiktion,
Fiktion einer besseren Welt, sondern eine reale Welt. Und diese realen Experimente haben einige wichtige Eigenschaften, die ich diskutieren möchte mit Ihnen. Einmal sind das zur Gesellschaft hin offene Laboranordnungen. Wir sprechen manchmal von Realexperimenten, Reallaboren mittlerweile. Es sind also gerade keine technokratischen, geschlossenen, kontrollierten Labore, wo die Versuchsanordnung unter kontrollierbaren Bedingungen stattfindet, sondern genau im Gegenteil, die Störfaktoren, die auftreten können in diesen realutopischen Experimenten, das ist eigentlich das Elementare für den Lernerfolg. Daraus kann man lernen, auch wenn das schmerzhaftes Scheitern und wieder Neubeginn bedeutet. Eric Olin Wright hat mal reale Utopien so definiert: Utopien sind moralisch inspirierte Entwürfe einer humanen Welt, unbeschwert von realistischen Erwägungen über gesellschaftliche Umsetzbarkeit. Und dieses Wort unbeschwert, das treibt mich seit einiger Zeit um. Wie kann man unbeschwert eigentlich noch denken über eine andere Welt? Ralf Dahrendorf hat das mal etwas flapsiger gesagt im Vater aus Utopia. Der sagte, der Unterschied zwischen Utopia und einem Friedhof liegt darin, dass in Utopia wenigstens gelegentlich etwas passiert. Also was passiert da jetzt eigentlich in realutopischen Experimenten? Sie suchen Menschen, die sich nicht klagen wollen, sondern etwas tun wollen, nach einer perfekten Gesellschaftsordnung, nach Sorgenfreiheit, könnte man sagen. Und diese Suche ist auch schon uralt. Und da möchte ich auch noch mal dran erinnern, an den Prototyp, wenn Sie so wollen, weil das wichtig ist für die Diskussion von Gesellschaftsgestaltung. Bereits im 5. Jahrhundert vor Christus hat der Stadtplaner und Staatstheoretiker Hippodamus den Plan für eine perfekte Stadt Milet entworfen. Das war der Prototyp einer totalen Ordnung, einer perfekten Ordnung mit Regeln, mit Optimierungsregime, mit einer Effizienzillusion. Also alles kann man perfekt planen, ordnen und so weiter. Wenn Sie so wollen, ist es der Vorläufer aller Techno-Utopien, die wir bis heute haben, bis hin zu dem digitalen Solutionismus aus dem Silicon Valley. Der Gegenspieler Astrophanes hat genau das Gegenteil gesucht, aber auch total. Die totale individuelle Selbstverwirklichung, die totale Freiheit, die totale friedliche Koexistenz von Menschen. Das war die Grundphilosophie aller anarchistischen Projekte, Vorläufer aller sozialen Innovationen, sozialen Utopien. Und seitdem haben wir eine unendliche Variation von diesen beiden Grundvarianten, totale Ordnung oder totale Freiheit. Räumlich, kulturell, sozial wird das immer wieder reaktiviert. Jetzt möchte ich Ihnen ein paar dieser realutopischen Experimente natürlich nur sehr skizzenhaft vorstellen und auch den Bezug zur Ernährung zumindest andeuten. Mein erstes Beispiel, also viele dieser Experimente habe ich besucht, soweit es diese Orte noch gibt, ist Monte Verità am Lago Maggiore. Das ist das prominenteste Lebensreformprojekt, so um 1900 gegründet. Und da ging es unter anderem auch darum, infolge der Zivilisationsmüdigkeit, die sich da um die Jahrtausendwende gezeigt hat, auch die Ernährung umzustellen. Da wurde thematisiert das erste Mal der Zusammenhang von Ernährung, Lebensstil, Gesellschaft. Also Fleisch wurde thematisiert, Fleischkonsum, die Produktion auch, aber auch die Rollenverteilung bei der Bearbeitung in der Küche, Geschlechterrolle. Was zunächst wie eine sehr individuelle Ebene aussieht, bekam dann sehr schnell eine soziostrukturelle Ebene. Also letztendlich sind die Dinge, über die wir reden, schon sehr alt, gehen weit zurück und man macht auf dem Monte Verità hier erste Experimente mit Frugalismus, Veganismus, Minimalismus als Ausdruck einer, wie ich das nenne, Ethik der Askese, um einen Begriff schon mal einzuführen, den ich gleich nochmal brauche. Also vorbildhafte Selbstbeschränkung oder Essen als Gesellschaftspolitik. Die Utopie lag hier in der Entgrenzung der Handlungsmuster, also sich selbst zu deprivilegisieren, selbst komplett anders zu leben, wenngleich das auch Grenzen hatte, die ich kurz erwähnen möchte, weil ich das immer sehr schön erheiternd finde. Die überzeugtesten Veganer und Lebensreformer von Monte Verità haben sich ab und zu nachts heimlich vom Berg der Wahrheit geschlichen und sich in den italienischen Grotti getroffen und ihr kleines Glück bei Eselsalami und Rotwein gefunden. Also auch das muss man bei der ganzen Diskussion über Utopien mit berücksichtigen, die Irrationalität der Menschen. Das zweite Beispiel ist Fordlandia, ein Metalabor der Menschheit im Amazonas, eine Plantage und Planstadt von Henry Ford gegründet, nach dem Masterplan Zivilisation zu transplantieren, die amerikanische Zivilisation natürlich in den Amazonas. Eine extrem gefährliche und folgenreiche Metapher bis heute, eine zeitlose Mahnung, solche Schritte der Entwicklungszusammenarbeit oder
auch egal international, interkulturellen Arbeit selbstkritisch zu hinterfragen. Unter welchen Bedingungen kann man Zivilisation überhaupt transplantieren? Das erste Mal wurden im Regenwald, im Amazonas, Regenwald im größeren Umfang abgebrannt, was heute relativ normal ist. Das war also ein erster tiefer Einschnitt in die Ökosphäre, die Biosphäre, das, was wir heute als Ausdruck des Anthropozäns begreifen. Und es ist bis heute ein Beispiel für eine Ethik des Feuerwerks. Das ist der Gegenbegriff. Ungebremster Wachstum, Steigerungslogik, Effizienzfetisch, Grenzenlosigkeit. Und die Utopie lag eigentlich in einer Entgrenzung des Naturverständnisses, aber gleichzeitig war das auch ein Beispiel, ein erstes frühes Beispiel für ökologischen und kulturellen Chauvinismus, wie Sie sich vorstellen können. Also mit der amerikanischen Methode, Zivilisation zu transplantieren. Ein drittes Beispiel ist ein aktuelles Projekt, das es noch gibt in Florida, das Venus Project. Das habe ich ausgewählt, weil hier eine Blaupause entsteht für eine ideale Welt, armuts- und konfliktfrei. Und weil es hier, anders als auf dem Monte Verita, nicht um Handlungsmuster geht, sondern um technologische Lösungen. Venus Project ist das prototypische Beispiel für eine Techno-Utopie, alle Probleme technisch zu lösen. Der Gründer Chuck Fresco war der Vertreter des Technology Movements. Da ging es darum, seit dem Ersten Weltkrieg alle mit neuen Technologien Probleme zu lösen. Das Ziel, Wachstum, Wohlstand, Ernährungssicherheit natürlich auch, soll durch eine sogenannte Resource-Based Economy erzielt werden, also bedarfsorientierte Verteilung. Und das Ganze im Sinne eines soziokybernetischen Steuerungsansatzes mit einem Supercomputer, den er nannte Corsine Correlation Center. Also dieses Correlation Center sollte das Management aller Ressourcen übernehmen. Und wenn man dieses Grundbild mal sich vorstellt, dass man so einen Supercomputer haben, heute ist das ja technisch relativ nah an der Realität, dann haben wir hier eine Utopie der Entgrenzung von Gesellschaftssteuerung, eine totale Radikalisierung von Rationalität, von Redesign der Gesellschaft mit Hilfe von autonomen Entscheidungsmaschinen. Also Sie sehen, das sind unterschiedliche Formen, die ich Ihnen hier mitbringen will. Zwei Beispiele noch ganz kurz nur, damit man diese Typologie versteht. Ocean Spiral City, eine Unterwasserstadt vor der Küste Japans. Da geht es darum, dass man komplett neue Lebensräume erschließt, eben auch als Ernährungsressource, nämlich unter Wasser. Wie Sie sich vorstellen können, gibt es ja hier einen unbegrenzten oder einen, nicht unbegrenzten, aber einen Ressourcenzugang, den man bisher nicht genutzt hat. Und jetzt bin ich noch ganz kurz bei den Weltraumutopien Mars City von Elon Musk oder Nüva City vom Sustainable Off-World Network, ist die Idee des Zivilisationswandels durch eine multiplanetarische Zivilisation. Und Sie können sich leicht vorstellen, was bei Weltraumexploration lebenserhaltende Systeme, Sauerstoff, aber auch Ernährung ein ganz zentrales Thema sind. Und wir wissen aus Simulationsexperimenten, zum Beispiel dem BIOS-42-Experiment in Arizona, wo man versucht hat, so eine Mini-Erde unter einer Glaskuppel zu bauen, damit man sich selbst versorgen kann, dass das nicht funktioniert oder bislang nicht funktioniert. Komplexe Ökosysteme lassen sich nicht beliebig miniaturisieren und technisieren. Die Utopie liegt also vielmehr darin, dass man einen Paradigmenwechsel vornimmt in der Autarkievorstellung. In der Weltraumfahrt heißt das, oder verhandelt man das entlang der Stichworte from storage to dump, also von dem Mitbringen zum Wegschmeißen, zum Müll in Richtung provide and recycle. Also die Idee, wirklich vor Ort eine selbsterhaltende Kette aufzubauen. Ob das möglich ist und wie das diese Technologien, die dabei entwickelt werden, auch irdischen Anwendungen, Stichwort Nachhaltigkeit, zugeführt werden können, das wird sich zeigen. Persönlich bin ich ein großer Fan dieser Weltraumexploration, weil ich denke, dass wir da sehr viel lernen können. Ganz kleines Fazit an dieser Stelle, also diese real-utopischen Experimente, die ich jetzt nur angedeutet habe, die zeigen, dass man auf verschiedenste Art und Weise steuern kann, indem ich Handlungsmuster entgrenze, indem ich mein Naturverständnis entgrenze, indem ich die Idee der Gesellschaftssteuerung entgrenze, technisiere, indem ich den Ressourcenzugang selbst entgrenze oder eben auch das Autarkieverständnis. Was ich damit sagen will, ist Folgendes. Es gibt keine One-Size-Fits-All-Lösung für diese Probleme. Das ist auch immer dann, wenn Utopien oder realutopische Experimente gedacht haben, sie hätten die Lösung gefunden, sind sie gescheitert. Sondern es gibt Lösungen für bestimmte Probleme. Wenn aber diese Lösung als alleinige Lösung dargestellt wird, dann landen wir bei der Ideologie. So, jetzt möchte ich abschließend noch ganz schnell fragen, wie man zu der Utopie Lust kommen kann. Im Gegensatz zur Utopie Müdigkeit,
der Reproduktion von Standardwelten, Alternativlosigkeit, ewig so weitermachen. Das sind so Grunddiagnosen, die wir haben in unserer Gesellschaft. Ich möchte auch ganz kurz noch mal zur Weltraumfahrt kommen. 600 Menschen waren bisher im All. Die hatten ein besonderes Erlebnis, das der Philosoph Frank White den Overview-Effekt nennt. Eine plötzliche Transformation, eine Verschiebung des kognitiven Rahmens, ein Meteoriteneinschlag im Denken, so habe ich es mal genannt, oder ein Astronaut nannte das einfach den Wow-Effekt. Und dieser Wow-Effekt bedeutete, dass man plötzlich eine gesteigerte Empathiefähigkeit hat für das große Ganze. Ein Astronaut sagte, die Schönheit des Planeten aus dieser Perspektive zu erleben, war ein tiefes und berührendes Erlebnis. Gesteigerte Empathiefähigkeit, aber auch Ambivalenz und eine gesteigerte Ambiguitätstoleranz, nämlich gleichzeitig auch die direkten und indirekten Verletzungen auf dem Planeten zu sehen, Hunger, soziale Ungerechtigkeit, Konflikte und so weiter. Der Overview-Effekt ist also eine Perspektive, die beides, nämlich schützenswerte Leben, aber auch den Impuls zur Veränderung in einem Moment zusammenfasst. Und die Frage oder die Aufgabe, die wir, glaube ich, haben im Sinne von Zukunftsgestaltung, darum geht es ja auch, ist in allen Institutionen, und ich kann jetzt hier nur für Bildung auch sprechen, diesen Overview-Effekt zu demokratisieren, runterzubrechen und in eine, wie wir das heute nennen, transformative literacy umzuwandeln. Das wäre dann so eine Art utopisches Moment, zu sagen, wir haben eine planetarische Perspektive, eine Sehnsucht nach Veränderung, nach weltverändernden Impulsen, so zu handeln, präfigurativ, als ob es diese Welt schon gäbe, nach der wir uns sehen. Da gibt es ja viele Traditionen, Schulen und so weiter, die das versuchen zu vermitteln. David Graeber, einer, der den Begriff der direkten Aktion wieder populär gemacht hat, der eigentlich von Raphael Friedeberg stammt, der ein Gast war auf dem Monte Verita, auf dem Berg der Wahrheit, zur Zeit der Lebensreformbewegung, hier schließt sich der Kreis wieder, hat es mal so schön gesagt in einem Zitat: Wenn man mehr macht, als nur mit Transparenten rumzulaufen, aber andererseits auch nicht so weit ist, mit Kalaschnikows bewaffnet die Anhöhen zu erstürmen, dann praktiziert man die direkte Aktion. Und deswegen sind Utopien nichts für Weicheier. Das muss man können, das muss man wollen. Man muss auch mit dem Scheitern der eigenen Ideale, und das zeigen alle Experimente, reale utopischen, umgehen können. Nicht aufgeben, sondern die Ideale anpassen. Und aus diesen utopischen Momenten, das sind ja nicht mehr als Momente gewesen, manche dieser Projekte dauerten nur Monate, nur wenige Jahre, manche krebsen so dahin, aus diesen utopischen Momenten sowas machen wie utopisches Kapital. Das ist ein Begriff, an dem arbeite ich im Moment ein bisschen, eine Investitionsform in die Zukunft jenseits des Ökonomischen. Das ist unsere Aufgabe, glaube ich, der Zukunftsgestaltung, viele, viele Akteure gemeinsam dieses utopische Kapital zu definieren. Und zwar zwischen zwei Polen, und jetzt komme ich nochmal wirklich abschließend auf diese Begriffe zurück, zwischen dem Pol einer Ethik der Askese, also der teilweise auch aufgezwungenen Minimierung von Konsum, des Ressourcenverbrauchs, der Zurückhaltung, also einer frugalen Version von Zukunft, Ethik der Askese, und auf der anderen Seite einer Ethik des Feuerwerks, hedonistisch, vielleicht sogar präapokalyptisch, wachstumsorientiert und so weiter. Zwischen Neo-Askese auf der einen Seite, also bewusster Verzicht, Deprivilegisierung, was eine Strategie ist, aber auf der anderen Seite auch die Strategie des Behandelns ökologischer Nebenfolgen durch unseren Verbrauch als Menschheit, als Person, durch Technologie. Das nennt man Technodeterminismus. Beide sind extrem, und ich glaube, es braucht eine Balance zwischen dieser Ethik der Askese und der Ethik des Feuerwerks. Das ist unsere Aufgabe, diese beiden Lösungsmuster zusammenzubringen. Das wurde in unzählige Male schon erprobt, aber meistens ist es dann in eine Extremform abgeglitten. Es wurde erprobt, es wurde viel Wissen erzeugt, dieses Wissen ging verloren, wir müssen an dieses Wissen wieder rankommen, und dann kann man unbeschwert denken, und das wäre für mich so eine Minimaldefinition von Utopie. Ganz herzlichen Dank. Vielen herzlichen Dank, Herr Selke. Genau, danke schön. Ich habe jetzt gesehen, es gibt schon einige Fragen im Chat. Und ich würde jetzt einmal gerade an Jana Zotschew übergeben, die den Chat im Blick hatte und die das jetzt ein bisschen moderieren wird. Genau. Bitte. Danke, Lena. Ich würde jetzt mal chronologisch vorgehen, weil tatsächlich jetzt erst in der letzten Zeit einige Fragen kamen.
Und die erste geht in Richtung Nachhaltigkeit. Also welchen nachhaltigen Effekt haben diese real-utopischen Experimente in der Welt? Die Frage kommt von Sabrina Tschiche. Herr Silke? Genau, gute Frage, ganz unterschiedlich. Ich fange mal von hinten an, von der Weltraumforschung. Eine der großen Argumente für Weltraumforschung ist zumindest die Behauptung, dass es nachhaltige Effekte hätte, also dass die Recycling-Technologien, diese lebenserhaltenden Systeme, die ich nur kurz angedeutet habe, dass es genau das ist, was wir eben auch jetzt hier brauchen, weil es immer mehr Knappheit gibt von Ressourcen, von Land, Zielkonflikte, und dann brauchen wir eben auch effizientere Technologien. Es gibt aber sicherlich auch auf der Sinnebene nachhaltige Effekte, dass diese realutopischen Experimente, von denen ich jetzt nur einen kleinen Ausschnitt genannt habe, dass sie sehr viel Wissen erzeugt haben, sehr viel Zielwissen und Orientierungswissen erzeugt haben, wie doch Menschen zusammenleben können, wie sie teilen können, wie sie, also teilweise ging es auch um Experimente ohne Geld zu leben, es ging um neue Bildungsutopien. Also ich glaube, das kann man gar nicht so an einem einzelnen Effekt festmachen, sondern ich bin eigentlich eher fasziniert davon, von dieser kollektiven Lernkurve, die wir da als Menschheit gemacht haben, aber auch ein bisschen frustriert davon, wie ich es am Ende angedeutet habe, dass so viel von diesem Erfahrungswissen verloren gegangen ist. Ja, wenn Sie jetzt einem sehr direkten Effekt fragen von Nachhaltigkeit im Sinne von Ökologie oder von Ernährung, da muss ich jetzt passen beziehungsweise auf die vielen sozialökologischen utopischen Experimente verweisen, die ja gerade jetzt laufen. Und die wurden ja auch in dem Filmeinspieler schon genannt. Das sind ja kleine Realutopien. Und das steht alles in der Traditionslinie von solchen Projekten, die teilweise schon 100, 120 Jahre zurückgehen. Also gerade Monte Verita, wenn Sie das interessiert, ein bisschen den historischen Rahmen, da findet man so viele, man ist absolut erstaunt, was um 1900 bis zum Ersten Weltkrieg da schon erdacht und gemacht wurde. Danke für die Erläuterung. Und noch eine zweite Frage von Roman Herre. Gibt es historische Wellenbewegungen von Utopien? Wenn ja, kann man sagen, welche Einflussfaktoren diese Wellen begleiten? Ob es jetzt wirklich historische Wellenbewegungen sind, das ist eine Frage, die kann ich wirklich nicht beantworten. Da gibt es schon, glaube ich, man könnte einen Versuch unternehmen, aber was ich eher sehe, sind diese beiden Pole, die ich dargestellt habe, also zwischen einem Lösungsansatz, der sehr stark im Sozialen, im Miteinander liegt, Stichwort Kooperation statt Konkurrenz. Das ist ein Thema, das, glaube ich, zeitlos ist. Und auf der anderen Seite die Delegation des Lösungspotenzials in Technologien. Und die ist natürlich immer zeitgebunden. Und zwischen diesen beiden Polen changiert das immer hin und her. Aber es gab zu allen Zeiten im Prinzip Techno-Utopien und Sozial-Utopien. Das finde ich das Interessante. Wir haben noch einige weitere Fragen und auch Kommentare, aber müssen leider auch jetzt hier an dieser Stelle abrunden. Und Herr Professor Selke, vielleicht besteht ja die Möglichkeit, dass Sie auf einzelne Fragen nochmal im Chat vielleicht reagieren. Vielleicht sind Sie auch noch bis zum Ende, bis zur Abschlussdiskussion mit dabei. Dann könnten wir unter Umständen das auch nochmal aufgreifen. Aber ja, an dieser Stelle herzlichen Dank für den Beitrag. Und ich übergebe zurück an die Moderation. Genau, danke schön. Wiebke, machst du weiter? Ich mache direkt weiter. Danke. Und zwar geht es jetzt ein bisschen weg von den Utopien hin zu der konkreten Umsetzung vor Ort. Und wir haben einen zweiten Gast heute dabei, nämlich Professor Antonio Andreoli, der mit uns einen Blick über Deutschland und Europa hinaus wirft zu seiner Arbeit in Brasilien, im Süden von Brasilien. Dort hat er bereits zu den Auswirkungen von transgenem Sojaanbau gearbeitet und unter anderem auch die Bundesuniversität Fronteira Sul mit aufgebaut, an der er jetzt auch unterrichtet und als Professor tätig ist. Zudem hat er ein Buch verfasst, das gerade veröffentlicht wurde, das sich mit der Agrarökologie in Südbrasilien auseinandersetzt und worüber er auch heute sprechen wird. Also, ich übergebe Ihnen das Wort, Herr Andreoli. Ja, schönen Tag, ich hoffe, ich habe verstanden. Ja, auch wunderbar. Gesehen. Ich werde mit den Utopien weitermachen eigentlich. Also weitermachen ist für mich schon eine Utopie, nämlich die Utopie von Herbert Marcuse. Das steht
auf seinem Grab. So weitermachen, auch wenn es so schwierig ist, wie es bei uns derzeit der Fall ist. Also wir haben nicht nur mit einer Corona-Pandemie zu tun, sondern wir haben auch mit einer Hungerpandemie zu tun. Also Brasilien ist wieder außerhalb der Länderkarte, die den Hunger bekämpft hatten. Also wir sind weiter in der Hungerkarte. Und ich jetzt nochmal auf Herbert Marcuse basiert, gehe davon aus, dass eine unserer Utopien die ist, dass wir aus dem eindimensionalen Denken herauskommen. Und vielleicht in Richtung Prinzip Hoffnung, wie Ernst Bloch es formuliert hat, so möchte ich auch gerne meine Vorstellung von Utopie hier am Anfang sagen, eigentlich die konkrete Antizipation einer möglichen Wirklichkeit. Ich mache das jetzt beispielhaft. Ich war im letzten Jahr in Deutschland und in Ebersberg bei einer Veranstaltung bei München, hat das Publikum mich gefragt, was sei dann der Hebel zur agrarökologischen, zum agrarökologischen Übergang. Ich habe es damals so formuliert, dass ich davon ausgehe, dass die Gesundheit der Hebel ist. Also ich gehe davon aus, dass unsere Gesellschaft krank ist. Ich gehe davon aus, dass aus der Frage der Gesundheit auch ein Widerstand entstehen kann. Das habe ich damals noch vor der ganzen Corona-Pandemie formuliert. Und jetzt kann ich sagen, nach einem Jahr und ein paar Monaten haben wir während der Corona-Pandemie in Brasilien 30% mehr agrarökologische Produktion. Woran liegt das? Wie kommt man dazu? Das sind jetzt die wichtige Frage, die ich hier zu beantworten habe. Ich habe das dann auch versucht, auf einer PowerPoint-Präsentation so darzustellen. Ich hoffe, das funktioniert jetzt mit der Technik. Ich bin ja eigentlich ein Technikkritiker. Also ich gehe davon aus, dass das hier auch eine Utopie ist. Regional und global denken. Global und regional handeln. Denn mit der Agenda 21 hat man ja weltweit geglaubt, dass global denken und lokal handeln vielleicht die Lösung sei. Hier ein paar wichtige Ansätze, die für mich für Südbrasilien jetzt ganz wichtig sind. Hier rechts die Karte. Sind drei Bundesländer, Paraná, Santa Catarina und Rio Grande do Sul. Da, wo jetzt die kleinen Schriften da sind, mit einem kleinen Symbol unserer neuen Universität, da haben wir Campi unserer Universität. Also es sind sechs Campi. Herr Andreoli, wir sehen Ihre PowerPoint leider nicht. Ah, nicht? Ja, was ist jetzt? Versuchen Sie es einfach nochmal. Ich habe es ja versucht, hier vorher zu testen, aber anscheinend, mal sehen jetzt. Jetzt sehen wir es, ja. Jetzt geht es. Noch einmal ja, auf Vollbild dann. Und dann ist alles perfekt. Ja, eigentlich hatte ich es hier schon mal mit Vollbild. Hier. Ich habe das Bild vorher, das sind jetzt die drei Bundesländer im Süden, also Paraná, Rio Grande do Sul und Santa Catarina. Die drei Bundesländer zusammen, die den Süden bilden, Brasiliens Süden, die sind für mehr als 50% der agrarökologischen Produktion zuständig. Derzeit. Man kann dann auch auf Zahlen kommen. In Brasilien ist das immer wieder schwierig, wenn man sagt, wie viel überhaupt offiziell registriert sind oder zertifiziert sind als Bioproduzenten. Ich habe sie jetzt hier, die Zahlen. Also wir kommen insgesamt in Brasilien auf 24.600 Bauernfamilien, die agrarökologisch produzieren, die offiziell registriert sind. Wir kommen natürlich sicherlich über 30.000.
Und davon sind dann 10.000 in diesen drei Bundesländern. Rio Grande do Sul ist Nummer 1, Paraná ist Nummer 2, Santa Catarina ist Nummer 4 in Brasilien. Nummer 3 ist São Paulo, Nummer 4 ist dann Santa Catarina. Nummer 5 ist Piauí im Nordosten. Was da jetzt ganz wichtig war dabei, dass da jetzt diese Bewegung zustande gekommen ist, man muss ja auch sehen, diese drei Bundesländer sind hier auch bekannt für die sogenannte bäuerliche Landwirtschaft oder die sogenannte Familienlandwirtschaft, die nicht mehr als 50 Hektar in Brasilien hat. Ich gehe hier davon aus, warum wir eine Utopie brauchen, die regional und global gestaltet ist. Ich sagte ja schon, dass das verbunden ist mit einer Utopie. Also Agrarökologie ist für mich auch eine Utopie, denn es ist gleichzeitig eine Bewegung, es ist Wissenschaft und ist auch eine Praxis. Es geht aber auch darum, wenn man sagt, global denken, dass man anders denken soll, dass man anders verstehen soll, um die Welt zu verändern. Wenn ich davon ausgehe, dass man anders und lokal handelt, dann gehe ich auch davon aus, dass man was tun muss, um es zu verstehen und um es zu verändern. Also das Erste, was für uns ganz wichtig war, hier in der Bewegung zu verstehen, ist, dass die industrielle Landwirtschaft ihre Grenze zeigt. Also wir brauchen einen Systemwechsel. Und wir brauchen es so dringend, dass wir sagen können, wenn wir uns nicht umstellen, dann gibt es vielleicht gar keine Menschheit mehr. Die Ressourcen sind begrenzt, das heißt, die Bauern sichern die natürliche Lebensgrundlage. Diese Erkenntnis ist manchmal ganz schwierig für Regierungen, denn wie bekannt, in Brasilien sind die Großgrundbesitzer entscheidend für die politische Bewegung, ganz wichtig, ne? Im Parlament und in der Judikative und jetzt auch in der Regierung sind die Großgrundbesitzer die stärkste Kraft. Die Agrarökologie andererseits benötigt mündige und wohl ausgebildete Bauern. Also dieses Erkenntnis ist für uns auch ganz wichtig, dass wir jetzt sagen, Wissen ist für uns entscheidend, denn Bauern können jetzt mit einer Bauernuniversität rechnen, die jetzt auf 6 Campi, also 6 Standorten hier auf der rechten Seite dargestellt, funktioniert. Alle unsere agrarwissenschaftlichen Bereiche sind auf Agrarökologie basiert, aber nicht nur die agrarwissenschaftliche, sondern Agrarökologie wird fachübergreifend konzipiert, auch bei der Medizin zum Beispiel. Nahrungsmittel und Gesundheit hängen zusammen. Und von da aus ist Agrarökologie fachübergreifend. Wir gehen hier auch davon aus, dass eine Möglichkeit da ist, durch Agrarökologie höhere Nettoeinkommen zu schaffen, was dann auch eine Anerkennung der Mehrleistungen für die Bauern bedeutet. Es ist auch eine bessere Anpassung an die Klimakrise. Und ich gehe schon mal davon aus, nur mit einer konsequenten Umsetzung der Agrarökologie sind auch die sogenannte Nachhaltigkeitsziele der Agenda 2030 zu erreichen. Das ist eine Utopie, klar. Ich gehe davon aus, dass Utopie das ist, was noch nicht Wirklichkeit ist. Aber schauen wir jetzt mal ein paar Jahre zurück. Wir haben in 20 Jahren zum Beispiel das schöne Beispiel, dass in Brasilien wir Bioreis produzieren, wie in keinem anderen Land der Welt. Also wir sind in der Lage, in Brasilien 15.000 Tonnen Bioreis zu produzieren. Und wer produziert das? Die Landlosenbewegung auf Ansiedlungen. Und jetzt ganz wichtig, diese 389 Familien, die jetzt in diesem Jahr nochmal mit einem Zuwachs der Bioreisproduktion rechnen können. Sie haben den Preis auf ein Drittel des Marktpreises fixiert. Denn ich glaube, das ist bekannt, dass man in Brasilien zunehmend Soja anbaut. Wir sind jetzt auf 57% der Ackerfläche nur mit Soja. Und gleichzeitig geht die Reisproduktion als eigentlich ein Grundnahrungsmittel
geht sie von 28% auf 7%. Das heißt, dass jetzt die Preise von Reis so steigen, ich kann hier mal nur eine Zahl zum Vergleich darstellen. Ein Kilo Reis wird für 23 Reais in São Paulo verkauft. Ein Kilo Reis, das auf agrarökologische Produktion basiert, von der MSD, von der Landlosenbewegung, kostet 5 Real. Ein Kilo. Und gleichzeitig auch dazu sagen, diese ganze Solidaritätsbewegung, die während der Pandemie jetzt entstanden ist, die MSD hat in Brasilien 4.000 Tonnen Nahrungsmittel an die Leute verschenkt, besonders in den ärmsten Stadtvierteln. Und 700.000 Speisen vorbereitet, als Zeichen der Solidarität mit den Ärmsten. Denn wir haben jetzt 10% der brasilianischen Bevölkerung, die an Hunger leidet. Also 19 Millionen Menschen leiden an Hunger. Und während der Pandemie ist jetzt ganz wichtig gewesen, dass die Nahrungsmittel direkt an die Menschen verteilt werden. Gleichzeitig haben dadurch auch die agrarökologischen Produkte zugenommen. Also man hat mehr Wert auf Nahrungsmittel gesetzt. Die Menschen kochen wieder zu Hause und die Menschen kaufen direkt von den Bauern. Also auf einer Seite die Katastrophe, also die Hungerpandemie, auf der anderen Seite eine riesige Chance, die Zunahme der agrarökologischen Produktion, nämlich unsere Utopie hier, die nach meiner Ansicht sehr stark mit der Frage der Gesundheit zusammenhängt. Jetzt noch mal ein paar Erfolge. Ne? Also wir gehen davon aus, dass wir durch die agrarökologische Bewegung in Südbrasilien es geschafft haben, diese wichtigen Ergebnisse hier weltweit zu präsentieren. Also wir haben weniger Betriebskosten durch Agrarökologie. Wir schützen besser die Naturressourcen. Wir haben eine bessere Entlohnung der Arbeit. Wir haben eine Optimierung landwirtschaftlicher Ökosysteme. Wir haben eine Verringerung der externen Inputs, eine Verringerung von Umweltschäden, eine bessere und langfristige Erträge, Arbeit mit mehr Wissen, bessere Lebensqualität und eine Zukunftsperspektive bäuerlicher Landwirtschaft, die in Brasilien für 70% der Nahrungsmittelproduktion zuständig ist. Hier auch, was für uns ganz wichtig ist, von der Bewegung gelernt zu haben, dass die Aufrechterhaltung der Vielfalt von Sorten entscheidend ist, wenn wir mit Agrarökologie arbeiten möchten. Hier ein Beispiel, Mais und Bohnen. Bohnen, Reis, Weizen und Maniok sind die Grundlage der brasilianischen Ernährung, wovon wir viel zu wenig produzieren und viel zu viel Soja produzieren, wie vorher gesagt, die eigentlich 90% für Futtermittel in China und in Europa gedacht ist oder auch für die Produktion von Biodiesel. Und dazu kommt nochmal die Ethanolproduktion aus Zuckerrohrmonokultur. Auf der anderen Dimension, die uns auch ganz wichtig ist, die Entwicklung hier von sozial geeigneter Technologie. Also, dass das Bauernwissen auch als wichtig anerkannt wird und dass die Universität zusammen mit den Bauern Wissen entwickelt und nicht einfach ein Wissenspaket an die Bauern weitergibt im Sinne der grünen Revolution, die weder grün noch Revolution war. Ein nächstes sehr wichtiges Element für uns ist das solidarische die solidarische Aneignung von Wissen. Das heißt, dieses Genossenschaftliche, dieses Kollektive, was auch dann zu einem politischen Bewusstsein führt. So ist Agrarökologie bei uns auch eine politische Frage. Eine Frage des Bewusstseinsschaffens, dass man die verschleierte Entfremdung der kapitalistischen Produktionsweise in der Landwirtschaft aufdeckt. Und dadurch andere Möglichkeiten schafft, wie man zwischen Konsumenten und Produzenten eine andere Marktwirtschaft schaffen kann.
Bildung von Netzwerken, und das ist für uns ganz wichtig. Ich möchte hier jetzt auch zum ersten Mal die Gelegenheit nutzen, mich zu bedanken, dass wir wieder von deutschen Spender es geschafft haben, den Gemeinschaftssaal von der Landlosenbewegung in Paraná wieder aufzubauen. Das ist ein schönes Beispiel in Zeiten der Pandemie. Mirelle war bei uns, die kann das vielleicht später auch nochmal betonen. Im Bundesland Paraná haben wir die größten Landkonflikte Brasiliens. Und dort ist die Landlosenbewegung am stärksten. Und dort haben wir auch die größten Erfolge der agrarökologischen Bewegung. Und da haben wir eine Universität auf einer Ansiedlung der Landlosenbewegung aufgebaut. Und da haben wir einer der ersten Masterstudiengänge Agrarökologie. Die Universität ist jetzt 12 Jahre alt, ist als Antwort auf den Druck ländlicher sozialen Bewegungen entstanden. Ich sagte vorher schon, der Schwerpunkt ist auf Agrarökologie, auf Solidarwirtschaft, auf erneuerbare Energien, auf ländliche Bildung. Die Nachhaltigkeit der Agrarökologie wird fachübergreifend konzipiert. 100% unserer Forschung wird durch öffentliche Gelder finanziert. So können wir von einer unabhängigen und kontextbezogenen Forschung ausgehen. Unsere Studierenden sind meistens aus der Region selbst, die bäuerlich geprägt ist. Über 90% unserer Studierenden kommen aus öffentlichen Schulen, was eine Ausnahme ist in Brasilien, weil die meisten immer aus privaten Schulen kommen, wo dann die Reichsten sich es leisten konnten, die Kinder vorzubereiten, um die öffentlichen Plätze an den staatlichen Universitäten zu erreichen. Hier haben wir das Bild umgedreht, sodass 87% unserer Studierenden die erste Generation der Familien überhaupt sind, die an einer Hochschule teilnehmen. Wir sind auch die Universität mit den meisten indigenen Studierenden im Süden. Und wir haben jetzt noch dazu ein spezielles Zulassungsverfahren für Migrantinnen und Migranten eingerichtet, besonders für Studierende aus Haiti, aus Senegal, aus Venezuela und aus Bolivien, die zu uns kommen. Das ist die sogenannte Bauernuniversität. Dazu nochmal ganz wichtig zu sagen, dass mehr als 30% unserer Lebensmittel für die Kantinen direkt von den Bauern aus der Region kommen. Das hat dann auch zu einem neuen Markt geschafft. Es ist ja auch bekannt, dass in Brasilien ein Schulspeisungsgesetz ins Leben gerufen wurde. Das ist auch eine wichtige Bedingung gewesen, dass wir jetzt die agrarökologische Bewegung so stark haben, obwohl der Staat jetzt nicht mehr diese Programme weitermacht. Aber an der Universität haben wir die Chance, an allen Schulen, an allen staatlichen Einrichtungen. Und regelmäßig finden bei uns auch Bauernmärkte statt, auf den 6 Standorten, innerhalb der Universität selbst. Das heißt, wenn ein Studierender gutes, gesundes, agrarökologisches Essen bekommt, ist das vielleicht wichtiger als eine ganze Vorlesung oder vielleicht ein ganzer Studiengang, um es klar zu haben, dass diese Utopie tatsächlich machbar ist, dass es möglich ist. Ich sagte das vorher schon, dass es die erste öffentliche Universität ist, die auf einer Ansiedlung der Landlosenbewegung im SD entstanden ist. Aber ganz wichtig dazu auch zu sagen, die Bauern sind Protagonisten bei der Entwicklung von Wissen. Sie nehmen sogar im Universitätsrat teil. Und sie entscheiden über die Richtung, über unsere Konzepte wie Agrarökologie. Nur so konnten wir es durchsetzen, denn es gibt ja auch eine große Mehrheit von Wissenschaftlern, die die Agrarökologie noch nicht anerkennen möchten. Und so haben wir es geschafft, durch eine sogenannte zivilgesellschaftliche Bewegung es zu stärken, dass unsere 42 Studiengänge und unsere 16 Masterprogramme alle auf diesem Konzept fachübergreifend konzipiert werden konnten. Hier habe ich ein schönes Bild, das vielleicht das Ganze deutlich machen soll. Das Bild ist von Thomas Hager, ein Kunstfotograf aus München, also aus der Gegend von München. Der war bei uns im Jahr 2016 und er hat da eine Ausstellung zu
bäuerliche Landwirtschaft Brasilien und bäuerliche Landwirtschaft in Deutschland bei uns in unserer Bibliothek veranstaltet. Wir haben das dann auch in anderen Campus verbreitet. Und hier ist das Bild. Da stehe ich mitten in einer Sojaplantage und hinter mir das Gebäude der Universität. Fast wie es da ein Keim einer neuen Utopie sein könnte, diese grüne Universität Brasiliens, die so erfolgsversprechend aufgebaut wurde. Und ich gehe davon aus, dass es immer noch ein großes Teil der Hoffnung für viele Aktivisten, für viele Wissenschaftler, die sich mit der Agroökologie seit Jahrzehnten beschäftigen, ein konkretes Beispiel ist, um zu sagen, während der Pandemie haben wir hier einen Grund, optimistisch zu sein, weil wir die Grundlage geschafft haben, global zu denken, global zu handeln, lokal zu denken und regional zu handeln. Ich hoffe, dass ich hier verstanden wurde. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Herr Andreoli, für diesen Hoffnungsschimmer, den Sie da mit uns geteilt haben aus Brasilien. Sehr inspirierend. Es gab auch noch eine sehr konkrete Nachfrage. Wie viel der agrarökologisch produzierten Produkte werden dann im Land selbst, also in Brasilien, verwendet und wie viel wird davon exportiert? Ich habe da leider nur die Zahl aus meinem Bundesstaat hier. Ich bin jetzt in Santa Catarina und hier haben wir eine der aktivsten staatlichen Kommissionen zur Förderung der Agrarökologie. Und hier haben wir eine Zahl, also 87% unserer Produktion im Bundesland Santa Catarina wird selbst im Bundesland Santa Catarina auch konsumiert. Das ist eine Zahl. Leider ist in Brasilien die Sache mit den Zahlen nicht mehr glaubwürdig. Ich habe da ein paar Zahlen, die ich leider nicht mehr benutze, weil, wie alle wissen, die Regierung ja auf Lüge, auf Verbreitung von Fake News basiert ist. Mhm. Also wir können unseren Bundesministerien überhaupt nicht mehr vertrauen. Wir können nur noch auf die Kommissionen vertrauen, wo die Wissenschaftler jetzt, wie die ich ernannt habe, weiterarbeiten. Also das ist die Zahl in Santa Catarina. Ich habe keine Zahlen von anderen Bundesländern. Und wo wir schon bei diesem unerfreulichen Thema sind, wie reagiert denn die Agrarindustrie auf Ihre Universität und auf Ihre Anliegen? Das erste gute Beispiel ist, ich bin abgesetzt worden. Also der Rektor, Rektor, sagen wir hier, der Präsident der Universität, ist nicht mehr der die meisten Stimmen im Wahlkampf hat. Es ist der Bolsonaro sich ausgesucht hat. Das ist nämlich ein Pastor einer neopentekostalen Kirche, der als Letzter auf der Liste stand. Also das ist schon der erste Eingriff. Also unsere ganze Leitung wurde abgesetzt. Mhm. Wir sind ja 10 Jahre dabei gewesen, das aufzubauen. Wir sind alle abgesetzt worden. Zweitens, es wird sehr stark darauf gezielt, dass die Schwerpunkte hier anders aussehen sollen. Also es geht um Agrarindustrie anstatt Agrarökologie, was die Richtung der Bundesministerien in Brasilien sind, was das Landwirtschaftsministerium betrifft zum Beispiel, das Umweltministerium oder das Bildungsministerium oder Wissenschaftsministerium. Und klar, wir müssen jetzt Widerstand leisten. Und gut ist es, dass wir ja auch im Bundesrat noch eine starke Mehrheit haben. Aber jetzt sind die Wahlen auch im Universitätsrat. Also im Universitätsrat wird sich jetzt vieles ändern. Ende Juli werden wir neu wählen und in 2 Jahren das nächste Rektorat. Aber wir wissen ja auch nicht, wie die nächste Präsidentschaftswahl in Brasilien aussieht, die dann noch vorher stattfindet. Aber es ist klar, und ich möchte das auch deutlich sagen, die Reaktion, also dieses reaktionäre Denken, das kommt nicht nur von der Regierung. Das ist in der Zivilgesellschaft. Es ist auch bei unseren Studierenden. Das ist auch sehr stark bei unseren Wissenschaftlern. Also es gibt schon ein Mehrheitsdenken, und das ist ganz schwierig zu sagen, ne? Ein Mehrheitsdenken für diese Regierung in diesen 3 Bundesländern. Das sind eigentlich die Bundesländer, die am meisten die Regierung heute unterstützen. Und da sind wir aktiv. Das ist klar, dass wir im Widerspruch stehen oder dass wir
gegen den Strom oder Walter Benjamin hier zitiert, gegen den Strich arbeiten. Ja, vielen Dank für diese Einblicke. Es gibt noch mehr Fragen im Chat. Vielleicht haben Sie ja Zeit, die auch noch zu beantworten. Da geht es unter anderem auch um die Agrarpolitik der EU und wie das mit dem Soja zusammenhängt. Das fände ich persönlich auch sehr spannend, Ihre Meinung dazu haben. Also schreiben Sie gerne zurück. Ich lenke jetzt das Thema nochmal weiter, weil wir haben ja noch so viele andere spannende Punkte heute auf der Agenda. Und die will ich jetzt einfach nochmal mit Ihnen teilen. Wir sind nämlich jetzt um 18 Uhr an dem Punkt, wo wir unsere Breakout-Räume eröffnen. Das haben Sie vielleicht für diejenigen, die beim letzten Mal schon dabei waren, noch auf dem Schirm. Wir haben nämlich die Möglichkeit, diesen digitalen Raum jetzt aufzusplitten in insgesamt 6 verschiedene Räume, wo uns Initiativen von Ihrer Arbeit und Ihren Ideen und Vorstellungen berichten werden.